In der vergangenen Nacht hat es in Almaty Explosionen gegeben und ein Fernsehsender hat gebrannt. Heute Morgen waren die Straßen leer und es waren Schüsse zu hören. Wieder eine unruhige Nacht. Der Präsident von Kasachstan hat sich heute Morgen zu Wort gemeldet. Ich habe den Strafverfolgungsbehörden und der Armee den Befehl gegeben, das Feuer zu eröffnen, um ohne Vorwarnung zu töten. Nicht nur Gewalt von Seiten der Demonstranten, brutale Gewalt auch von den Sicherheitskräften. Sie eröffneten gestern inmitten der Innenstadt das Feuer. Die Behörden gaben bekannt, es seien Dutzende Protestierende getötet worden. Wie viele, sagt niemand. Auch mindestens 18 Polizisten und Soldaten kamen um. Mittlerweile sind kaum noch Menschen auf den Straßen. Und wenn, dann in Angst. Manche mit Angst vor beiden Seiten. Ich hätte nie gedacht, dass es bei uns solche Menschen gibt. Wir haben uns nur noch gefürchtet, sind nicht aus dem Haus gegangen, haben vor Angst nicht geschlafen. Kasachstan ist reich an Rohstoffen, doch bei der Bevölkerung kommt vom Reichtum wenig an. Auslöser der Proteste war eine Verdopplung der Preise für Treibstoff. Kasachstan ist Mitglied im vom Russland geführten Militärbündnis OVKS. Die ersten Einheiten aus Russland sind bereits gestern Abend in Kasachstan angekommen. Und damit zu Silvia Stöber, Osteuropa-Expertin aus unserer Online-Redaktion von tagesschau.de. Der kasachische Präsident spricht von Terroristen und Banditen, die jemand geschickt hätte, um Unruhe zu stiften. Was oder wen meint er damit? Wer soll die geschickt haben? Da wurde darüber gesprochen, dass es möglicherweise, wie auch immer, Terroristen sein könnten, die aus Afghanistan eingereist sind oder eben aus Afghanistan das steuern. So ähnlich wurde auch darüber geredet, dass es aus dem Nahen Osten sein könnte. Es fehlt aber jeglicher Beweis bislang dafür. Kasachstan ist eigentlich ein säkulares Land, es ist muslimisch, aber säkular. Und es gibt wenig Leute, die zum Beispiel auch zum IS gegangen sind, anders als bei anderen Staaten in der Region. Insofern ist das erstmal noch gar nicht belegt. Es fehlen Namen und so weiter, die da genannt worden sein könnten. Insofern gibt es da nichts Substanzielles bis jetzt dahinter. Aber wer könnte stattdessen dahinter stecken, dass das Ganze so schnell eskaliert ist? Ist natürlich sehr, sehr schwer einzuschätzen von außerhalb. Aber was der Ablauf der Ereignisse nahelegt, ist, dass diese Proteste ganz am Anfang wirklich aus der Bevölkerung herausgekommen sind. Das war ja vor allem im Westen des Landes. Da gab es wahrscheinlich, oder gab es, das weiß man, so ein bisschen Koordination von den Gewerkschaften dort, von den Arbeiterorganisationen. Dann ist das eben ausgegriffen nach Almaty, in diese Großstadt, also im Osten des Landes. Und da ist dann eben auch die Frage, inwieweit Machtkämpfe innerhalb der Führung eine Rolle spielen, weil ja der Präsident Tokajew quasi jetzt stärker geworden ist und Nazarbayev, der ehemalige Präsident, eben seine Posten aufgeben musste. Es gibt darüber, dass er das Land verlassen hat. Und da könnte es sein, dass diese Machtkämpfe in diese Proteste hineinspielen, dass das gefördert wurde, dass da auch Gruppen losgeschickt worden sein könnten, die eben auch diese massive Gewalt forciert haben und da versuchen, eben Vorteile rauszuziehen. Genau. Nun ging es ja sehr schnell, dass das Land Truppen aus Russland angefordert hat, sogenannte Friedenstruppen. Die sind nun auch schon angekommen, aber wie sehr werden die jetzt eingreifen? Das ist tatsächlich die Frage. Also es sind noch nicht so sehr viele gewesen bisher. Heute Morgen war von 2500 die Rede. Und gestern wurde schon gesagt, dass sie nur Gebäude sichern sollen, dass sie also nicht eingreifen sollen in die Auseinandersetzungen zwischen den Sicherheitskräften und den Demonstranten. Und das hat eine gewisse Logik oder ist nachvollziehbar insofern, als es eben immer noch Erinnerungen gibt an die Zeiten der Wende. Also als die Sowjetunion zusammenbrach, da gab es eben Einsätze von damals Sowjetsoldaten, aber im Wesentlichen russischen Soldaten. Das war zum Beispiel in Baku, in Tiflis, in Vilnius. Da wurden Menschen getötet und das ist noch sehr stark in der Erinnerung der Menschen in der Region vorhanden. Ich denke, sowas möchte man vermeiden, also einen direkten Kontakt zwischen russischen Soldaten und der Bevölkerung. Und man will sicherlich vermeiden, dass es eben auch nochmal in Kasachstan stärker zu Hass kommt gegen Russland, so wie sich das eben auch in der Ukraine entwickelt hat. Was wäre denn womöglich das Wunschszenario Russlands in Kasachstan?
Also zu wünschen ist sicherlich von russischer Seite, dass sich die Lage sehr, sehr schnell stabilisiert, dass es wieder ruhig wird. Man sieht ja auch die Entschlossenheit in den Aussagen, also dass jetzt eben dieser Schießbefehl erteilt wurde, dass immer wieder kommuniziert wird, dass die Lage sich beruhigt, dass man alles im Griff hat und so weiter. Was jetzt vorteilhaft ist gewissermaßen für Russland, ist, dass es eben jetzt diese militärische Präsenz vor Ort gibt, dass man auch zeigen konnte, dass man sehr schnell und sehr mobil handeln konnte. Das ist sicherlich auch ein Zeichen, dass international ausgesandt wurde, sowohl einmal in der Region, aber auch Richtung Westen sicherlich, zu sagen, wir sind sehr mobil, wir können innerhalb kürzester Zeit eingreifen, wir können auch an mehreren Gebieten, Fronten gewissermaßen aktiv werden. Und das andere ist, Kasachstan ist eben ein weiteres Nachbarland, in dem Russland jetzt im Moment präsent ist mit Militär und das dann auch schon mal belegt ist gewissermaßen, eben auch wieder in Richtung Westen. Aber man kann auch das so interpretieren, es ist auch ein Zeichen an China und an die Türkei und auch an andere Länder in der Region zu sagen, das ist unser Gebiet. Wir haben hier auf jeden Fall militärisch die Hoheit gewissermaßen. Und dann ist eben die Frage, wie lange diese russischen Truppen dort bleiben, in welcher Funktion sie dort bleiben werden, ob es eventuell auch eine Verstetigung dieser Präsenz geben wird. Stichwort Hoheit. Wer hat denn momentan die Informationshoheit? Was erreicht uns überhaupt aus Kasachstan? Das ist eine sehr komplizierte Gemengelage. Also wir haben immer wieder diese Ausfälle im Internet. Dann gibt es die unabhängigen Medien in Kasachstan, die sich beklagen darüber, dass sie so wenig Informationen von der Regierung bekommen, von den offiziellen Stellen und sagen, ja, wir wollen aber berichten, wir wollen eben Desinformation vermeiden und Verschwörungstheorien und so weiter. Dann gibt es die Telegram-Kanäle, wo aber sehr oft einfach nur auf das Bezug genommen wird, mit Videos und Fotos und Informationen, was von den russischen Medien kommt. Und die sind sehr, sehr präsent gewissermaßen. Also die haben quasi die Informationshoheit. Und es gibt zum Beispiel Sputnik Kasachstan, Sputnik als Auslandsmedium Russlands, das auch zum Beispiel in Deutschland einen Ableger hat. Und da sieht man, die sind sehr gut etabliert, schon seit Jahren in Kasachstan und auch in anderen Ländern in der Region und haben es jetzt sehr einfach eben auch Vertrauen zu bekommen, weil sich die Leute eben an Sputnik gewöhnt haben. Und was immer Russland kommunizieren will, kann man über diese Kanäle sehr gut machen. Vielen Dank, Silvia Stöber, für diese Informationen.